Am Donnerstagabend trafen in Friedeburg zwei Handball-Zweitligisten aufeinander. Der Wilhelmshavener HV empfing die HSG Nordhörnlingen in der Sporthalle der Schule Altes Amt. Bei der durchaus auch hitzigen Partie kamen nicht nur die Akteure ins Schwitzen, sondern auch die zahlreichen Besucher. Lange Zeit blieb die Partie offen und spannend, am Ende hatten die Gäste aus Nordhorn jedoch mit 28:23 die Nase vorn. Das lag vor allem an der Offensive der Jadestädter, die nicht immer so souverän agierte wie hier. Viele hochkarätige Chancen ließ der WHV nämlich liegen. Für Trainer Christian Körmann, dem die Spieler für den linken Rückraum komplett fehlten, war die schwache Angriffsleistung im ersten Testspiel jedoch kein großes Manko. Da müssen wir dran arbeiten, dass wir da disziplinierter werden. Aber wir haben auch noch gar nicht angetrainiert, von daher. Uns fehlten auch die Shooter mit Lukas Kallerfurt, mit Tobi Schwolo und Evgeni Woronzow noch. Dennoch blieb der Zweitliga-Aufsteiger WHV lange auf Augenhöhe mit dem Ligakonkurrenten. 12:12 war der Halbzeitstand. Erst zum Ende der Partie konnten die Nordhorner etwas davonziehen. Offensiv waren sie einfach kaltschnäuziger. Trotz der Niederlage war Körmann mit der Leistung seines Teams aber zufrieden. Das, was wir uns vorgenommen haben, in der Abwehr zusammenzufinden, die Bewegungsabläufe in der Abwehr hinzukriegen, das haben wir ganz gut umgesetzt, jedenfalls über einen langen Zeitraum. Dass wir am Ende mit 5 Toren verloren haben, ja, war der letzten Viertelstunde im Angriff geschuldet, dass wir zu überhastet abgeschlossen haben, 2-3 Pässe zu früh an den Kreis gespielt haben und dann Gegenschüsse gekriegt haben. Ansonsten war alles okay. Beide Teams boten dem Publikum im Friedeburg tollen Sport und schonten sich keinesfalls. Und das Ganze hatte auch noch einen guten Zweck. Der gesamte Erlös des Abends kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz zugute.